Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zu Mr. Pepper. Wir haben beim letzten Mal die Wölfe besiegt und sind jetzt hier bei dem Haus der alten Oma. Wir reden nochmal kurz mit der. Oh, hallo, Gänseblümchen. Bob und ich wollten dir Danke sagen, dass du den bösen Wolf besiegt hast. Ich hoffe, dass du dir nicht wehgetan hast. Bitte nenne mich nicht... Ach, egal. Gern geschehen. Und ja, mir geht es gut. Jenny freigeschaltet. Sehr nice. Jetzt, da ich meine kleine Hütte und Werkstatt wieder habe, würde ich gerne mit meinen kleinen Kochexperimenten weitermachen. Viele meiner Freunde in der Stadt haben gewisse Schlafstörungen. Weil ich so eine nette alte Dame bin, will ich natürlich helfen. Ich experimentiere gerade mit verschiedensten Zutaten für einen Kräutertee. Ich habe von seltsamen Pflanzen gehört, die in der alten Mine außerhalb der Stadt wachsen. Könntest du mir ein paar von den Pflanzen, von den Pilzen bringen? Ich habe das Gefühl, dass sie gut zu dem Tee passen. Seltsame Pilze aus der alten Mine für einen Tee? Ja, sicher, warum nicht? Wunderbar. Sei einfach vorsichtig, junger Mann. Die Mine ist ein gefährlicher Ort. Es gibt auch die Chance, dass du dort eine freundliche Seele triffst. Okay. Das ist sehr gut. Das könnte vielleicht das Problem mit dem Stein dann lösen. Allerdings müssen wir jetzt erstmal schnell nach Hause. Denn wir sind jetzt echt ein bisschen müde nach diesem Kampf. Jo. Spuren wir gerade vor und gehen mal nach Hause. So. Hoffentlich löst das Problem mit dem Stein. Dann können wir nämlich Werkbankstufe 2 machen. Und wir haben jetzt so viele Samen hier. Oh Gott. Oh Gott. Ich versuche mal ran was. Ist alles in Butter, ne? Hoffe ich. So, was war das hier? Wolfsfell? Ja, kann man auch mal nehmen. Wird später vielleicht, ne, hier unten ganz nett sein. Öffnen. Irgendwelche Auffälligkeiten dann dadurch? Nee, ne? Gut. Gut, gut. Jo, Zeit für ein Nickerchen oder sollen wir direkt schlafen gehen? Machen wir erstmal ein Nickerchen. Ein paar Stündchen haben wir noch. So. Abholen. Öffnen. Wir haben hier Karottensamen. Genau. Nehme ich mal alle 4 mit. Und dann pflanzen wir die direkt mal an. Hopp. Jetzt. So. Pflanzen. Da hinten ist auch wieder was reif. Dann passt das ja auch. So. Wir brauchen noch irgendwie 15 Metall brauchen wir noch. So, bewässern. Okay. Ja, müssen wir schauen, wegen 15 Metall, wo wir das herbekommen. Oh, lecker. Das passt nur leider nicht mehr. Das passt. Das passt. Jo, viel mehr esse ich jetzt aber auch nicht. So. Kochen. Okay, das reicht gerade noch so für die Suppe. Da hofft man ja fast schon häufiger auf Wölfe zu treffen. Jo, 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 hör auf. Oh. Ja, ja, du kannst jetzt direkt schlafen gehen. Wir sind auch fast fertig. Karotten sind mir gerade wichtiger. Jo. Okay, das war nochmal knapp. Tag 14. Läuft richtig rund. Na? Okay. Umdrehen. Lesen. Das ist gar nicht so teuer gewesen. Das ist erstmal Phase 1. Brauchen 50 Holz. Das ist natürlich eine ganze Menge. Wir können eigentlich den Plan auch mitnehmen, aber der wird wahrscheinlich, wenn ich jetzt mal gerade hier schaue, lesen. Ach, das war das Falsche.
Rentenbericht. Ah, hier, das war das. Genau, der wird das wahrscheinlich... Ja, der erwartet das. Das ist doch der Plan, ne? Oder ist das ein Bild? Ne, das ist der Plan. Sonst haben wir eigentlich gar kein Bild. Okay. Oder kein Bild, was so aussieht. Jetzt erstmal... Ja. Kochen. Ach so. Geht auch noch nicht. Gehen wir direkt nochmal in den Wald, glaube ich. Oh, was ist denn das? Zeitung. Ich sollte vielleicht den Baseballschläger mal wegpacken. Lesen. Arthur, okay. Ich fliege einfach mal schnell drüber. Okay. Jo. Direkt nochmal in den Wald. Oder wir gehen direkt zur Mine. Alte Bachmine. Gehen wir erstmal dahin, komm. Warum nicht? Wenn wir die Möglichkeit haben, gucken wir mal, was wir da erstmal finden. Oh, da ist jemand. Ich gehe mal drüber. Verdammt, er ist schon wieder nicht zu gebrauchen. Warte, wer ist da? Entschuldigung, das hier ist ein Sperrgebiet. Entschuldige, ich bin harmlos, aber von wem gesperrt? Von der Agentur? Ich habe keine Schilder gesehen. Nein. Nicht von der Agentur. Es ist... Warte, du siehst anders aus. Also als die anderen Leute hier, meine ich. Deine Augen scheinen präsent zu sein. Und du redest vernünftig. Wer bist du? Die Leute nennen mich Prepper. Ich bin ein Hobbyhandwerker, könnte man sagen. Ich weiß, dass das eine Mine ist und ich würde gerne hinein. Ich helfe einer lokalen Kräutersammlerin und ich bin hier, um bestimmte Organismen zu sammeln. Okay, ein Handwerker also? Ich bin Bob und ich hätte einen Vorschlag für dich. Wenn du mir bei etwas hilfst, was uns beiden nützt, lasse ich dich rein. Das hier ist ein Aufzug, der Aufzug, der uns einfachen Zutritt zu allen Ebenen der Mine verschafft. Klingt gut, oder? Naja, bis auf, dass dieser Schrott schon wieder kaputt gegangen ist. Reparier ihn und ich lasse dich in die Mine. Ein Aufzug, mal sehen, was ich tun kann. Hoffen wir mal, dass du die gute Seele bist, von der mir erzählt wurde. Oh, natürlich bin ich das. Wenn unsere Zusammenarbeit funktioniert, werde ich natürlich super freundlich sein. Okay, jo, da hinten kommt nichts mehr. Oh, Fledermäuse. Das ist ja cool hier. Jo, dann schaue ich nochmal. Reparieren. Wir brauchen 10 Metall, das kriegen wir hin. Müssen wir aber erstmal nach Hause. 10 Metall, merken. Ist sogar hier, das finde ich ganz gut. Oder sehr gut, dass das da steht. Und jetzt gehen wir in den Wald. Tief hinein, in den Wald. Bären. Brauchen wir natürlich wieder. Nehmen wir mit, was geht. Und dann geht's auch hier wieder rein. So, es wäre ganz cool, wenn die Gondeln immer wieder zu voll wären. Kriegen mir auch immer wieder Wölfe, dann kriege ich halt auch immer fest Fleisch an der Stelle. Aber die Gondeln, die haben echt gut Zeugs drin gehabt. So. Ich weiß gar nicht, ob es an der Stelle bei der Oma noch weiter in den Wald ging. Weil dann könnten wir da nämlich auch mal schauen, ob wir uns da nicht nochmal weiter reintrauen. Würde mir doch sehr gut gefallen. Wenn man sich da noch ein bisschen umsehen könnte. Jo, nochmal in den Wald. Achso, das geht nicht. Doch. Doppelklick. Dann klappt das. Und dann gehen wir hier auf Level 2. So. Und hier haben wir auch wieder Bären. Ich weiß gar nicht, ob der Hunger mehr wird. Wahrscheinlich nicht. Was natürlich auch gut für uns ist, weil dann brauchen wir eigentlich nicht so viele Bären. Dann können wir nämlich jetzt quasi vorauskochen. Müssen wir nur langfristig mal sehen, ob wir irgendwie einen Kühlschrank bauen können. Und vielleicht auch einen Generator unten. Oh,
Und Wasser werden wir wahrscheinlich auch langfristig kaufen müssen, einfach. Ach, ich habe keinen Doppelklick gemacht. Mist. Da ist wieder die Oma. Guck einfach nochmal rein. Nö, ist immer noch wie vorher. Wir haben 39 Beeren. Ach du Scheiße. So, wir haben jetzt ordentlich Energie verbraucht hier. Deswegen würde ich einfach mal schnell Nickerchen machen. Genau. 5, 4, 3, 2, 1, Action. Das ist ganz gut so. Abholen. Kochen. Jo, die letzten Beeren können wir uns einfach reinpfeifen. 3 und 4. Wie viel hatten wir gemacht? 6? 6. Kochen. Öffnen meine ich, nicht kochen. Jo. Das könnte langsam schon auffällig sein. Und da unten müssen wir ganz schnell... Ja, genau. Pflanzen. Karottensamen, jo, pflanzen und direkt bewässern. Ausgezeichnet. So, ich werde nochmal schnell hier gucken. Handeln. Der will Wiener so... Genau. Ich habe jetzt gar kein Holz gefunden, fällt mir wieder ein. Ein Metall und 8 Holz. Wie viele Münzen habe ich denn? 73. Okay. Ich kann auch noch eine Suppe kochen, das sollte ich auch vielleicht noch schnell machen. Wird morgen direkt reingepfiffen. So. Genau. Das ist halt schon verdammt teuer, ne? Das Metall. Okay, handeln. Das ist sehr, sehr teuer. Oh Gott. Aber wir haben wenigstens Pluspunkte gesammelt. Und wir gehen schlafen. Meine Güte. So teuer das Ganze hier. Was ist das? Wie das war so... Die wollen mich doch auf den Arm nehmen. Dann sollte ich vielleicht so schnell wie möglich Wasser abzapfen. Just the start. Okay. Ah, verdammt. Ich kann noch... Ach, ich kann noch nicht. Öffnen. Jo, das haut hin. Kommt der Postbote. Alles nehmen. Und ich muss hier bewässern. Jo. Mist. Zerlegen wir mal alles. Hopp. Wie viel Metall brauchen wir jetzt eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich würde aber schauen, dass wir das Metall erstmal anstatt für die Rakete für den Wald nutzen. Okay, ich habe hier nochmal Karottensamen. Ja. So, also wir bauten 10 Metall.
Für die Mine. Da fehlt uns noch ein Metall. Achso, ich habe schon alles zerlegt. Ja. Einreich Münzen. Da ist nochmal Köder. Okay, und die tue ich hier oben rein. Kann ich... Ja, okay, mit Shift geht das. Ah, da kann ich auch die Köder reinschmeißen. Die sind ja auch noch da drin. Und die Fallen... Ja, die Fallen sind okay. Das wundert mich allerdings. Die Fallen sollten eigentlich gerade alarmierend sein. War ich jetzt nochmal schlafen vorher? Nee. Okay. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie machen wir am besten weiter? Die beiden sind zusammen. 15 Meter. Oh Gott, 15. Das hier weiß ich halt nicht, ne? Wo wir das herkriegen sollen. Vielleicht bei der Oma. Ich gehe mal zur Oma. Ich hoffe, ich komme rein. Ich weiß es gar nicht. Handeln. Ach so, die hat... Ah ja, hier kriegen wir nochmal ein paar Samen raus. Ich kann hier auch die Beeren verkaufen. Okay, ich mache das einfach mal. 9 Beeren benötigt. Dann würde ich mal Beeren besorgen. Und dann nochmal hier vorbeischauen, dass wir da ein paar Pluspunkte sammeln können. Gucken wir doch mal. 9 Beeren brauchen wir. Eben. Haben wir schon mal 3. Das war jetzt eine, okay. Dann haben wir 6. 8. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Okay, das ist gut. Das sollte ich vielleicht machen. Wie viel habe ich denn jetzt? Wirklich 8, ne? Ja. Genau. Oder warte. Ach nee, das war... Jo, hier muss ich auf Level 1. Dann sind wir nämlich wieder da, wo wir hin wollten. Ich nehme einfach mal alles. Da ist auch wieder Holz. Sehr schön. Und hier ist auch Traps Area. Da sollten wir uns vielleicht auch mal ranwagen dann. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zur Oma dann. So bald wie möglich. Da sind wir auch direkt am Schild. Dann würde ich sagen, nehmen wir das Schild. Und gehen dahin. So. Kann ich das hier nehmen? Fragen. Oh, warum das Gesicht? Hab keine Angst, das sind nur Gartenwerkzeuge. Beide sind für effektives Jäten. Mit den richtigen Werkzeugen und der richtigen Technik kannst du alles ausjäten, egal ob Gänseblümchen oder Distel. Okay. Was? Nee. Jo. Okay, egal. Handeln. Jo. Aha. Da brauchen wir das nämlich. Sehr schön. Dann können wir hier ein bisschen Kohle verdienen. Salat ist natürlich sehr geil. Was kriegen wir denn für Rüben? 5. 5. Wir sollten Rüben... anbauen zum Verkaufen. Eventuell. Aber warte mal. Das war pro Rübe, oder war das... Also pro Rübe 5? Ja. Ja, wir bauen auf jeden Fall Rüben an. So, dann gehen wir nochmal nach Hause. Ups, dann gehen wir nochmal nach Hause. So. Benutzen. Zu Hause, genau. Sehr schön. Dann haben wir da auf jeden Fall schon mal verschiedenste Pläne. Das ist sehr gut.
Wasser kann ich auch wieder abholen. Öffnen. Wir haben wieder ganz viele Beeren, ganz viele Karotten. Dann werde ich auf jeden Fall, genau, Rüben werde ich anbauen. Einmal Rübensamen, dann haben wir nochmal 4. Das sollte reichen, 4 unten. Ja, auf jeden Fall. Kriegen wir gar nicht alles gepflanzt. Moment. Shift. So. Okay. Kochen. Boah, 5 Karottensuppen. Geil. Und ich werde langsam müde. Jo. Dann machen wir das so. Und das mit da rein. Okay, dann wird es Zeit. Wir machen erstmal Nickerchen. Wir haben noch ein paar Stündchen. Okay, das reicht. Öffnen. Wird Zeit, dass wir nochmal schnell kochen. Na, fortsetzen. Cool. Ja. Jetzt darf ich nicht mehr. Wäre eh nur noch eine geworden. Aber das sieht echt gut aus. Schlafen. Sehr schön. Dann, liebe Leute, würde ich sagen, sind wir an der Stelle auch schon wieder am Ende einer Folge. Es entwickelt sich hier langsam alles. Bald wird uns das Wasser abgestellt. Da freue ich mich gar nicht drauf. Und, ja. Rüben werden verkauft. Die geben nämlich so viel Geld. Da können wir schön... Da machen wir uns schön Karottensuppen dann draus aus dem Geld. Natürlich, ne? Ja. Kaufen wir uns damit die Samen. So ist das gemeint. Okay, cool. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.